Our job is to create an experiment that will show us a weathering rate somewhere in the order of 5 to 10% per year. Because if we can't show that, then a network weathering is dead. Damit das alles Sinn ergibt, lass mich bitte kurz vorher eine Geschichte erzählen. Wir haben das Jahr 1847. Zu der Zeit sterben ziemlich viele Frauen kurz nach der Geburt am sogenannten Kinderbettfieber. Unser Held in der Geschichte wird er hier, Ignaz Semmelweis. Ihm fällt nämlich etwas auf. Wenn Frauen bei der Geburt von Hebammen begleitet werden, dann sterben sie viel seltener als die, die von Ärzten bei der Geburt begleitet werden. Du kannst dir vorstellen, seine Arztkollegen sind erstmal so... Weiß ich nicht, Digga. Ignaz hat aber eine Vermutung, woran das liegen könnte. Denn zu der Zeit ist es ziemlich üblich, dass Ärzte zwischen Leichensektionen und im Kreißsaal ständig hin und her wechseln, ohne sich die Hände zu desinfizieren. What the? Also schlägt er vor, hey Leute, wie wär's? Wir waschen uns erstmal die Hände, bevor wir an den Frauen arbeiten. Und seine Arztkollegen sind so, weiß ich nicht, muss das? Seine Kollegen zu der Zeit sind schon ziemlich genervt von seinen Vorschlägen und wollen eigentlich nichts mehr davon hören. Um seine These dann zu beweisen, legt er ein Experiment an. Seine Studenten sollen nach Leichensektionen immer ihre Hände desinfizieren und ihre Instrumente auch. Und surprise, surprise, es funktioniert. Die Sterblichkeitsrate fällt von über 12% auf unter 3%. Was halt mega cool ist. Nach ein paar Jahren sickert diese Erkenntnis dann auch Gott sei Dank zu allen anderen durch und heute haben wir andere Hygienestandards. Die Moral von der Geschichte ist, deine Erkenntnis kann noch so gut sein. Du musst sie erst beweisen können und mit Daten unterfüttern können, damit andere Menschen mitmachen. Besonders, wenn es ums Händewaschen geht, schätze ich. This is maybe one of the most ambitious climate projects for enhanced weathering that we know of on the planet. We are expected to deliver 1 gigaton of CO2 removal in 2050 by enhanced weathering and we will not get there if it takes 100 years to weather the rock. Falls du diesen Kanal schon eine Weile verfolgst, kennst du das schon. Wir nehmen gemahlenen Basaltstein, Abfallprodukt aus Steinbrüchen, und werfen es auf Äcker und Wiesen. Dort löst es sich dann schön langsam auf, sickert in den Boden, düngt die Pflanzen mit Phosphor und Kalium und ganz nebenbei zieht es CO2 aus der Luft. Ziemlich cool, Klimakrise gelöst, nicht so schnell. Ich bin heute hier im Gewächshaus der Carbon Drawdown Initiative und das da alles hinter mir wird nachher bebaut sein mit Testaufbauten. Ab 2050 soll beschleunigte Verwitterung also schon 1 Milliarde Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft ziehen. Und jetzt gerade haben wir irgendwie dafür, Semmelweis Problem zu lösen. Wir wissen zwar schon, dass beschleunigte Verwitterung CO2 aus der Luft zieht, genau wie Ignaz Semmelweis damals wusste, dass Händewaschen Leben retten wird, aber wir müssen noch allen anderen beweisen, nicht wie viel, sondern wie schnell das auch geht. Also wir brauchen konkrete Daten und davon möglichst viel. Wir wollen ja ein Messverfahren haben, mit dem wir den Bauern relativ schnell sagen können, wie gut sein Feld CO2 bindet. Wenn wir sagen, wir sprechen uns erst in 5 Jahren nochmal, dann ist es ein bisschen spät. Und dafür brauchen wir Daten, eine ganze Menge Daten. Und deswegen trommeln Dirk und Ralf WissenschaftlerInnen und Bekannte aus ganz Europa zusammen. Das Ziel ist, übers Wochenende 250 Eimer vollgepackt mit Sensorik und verschiedenen Mischungen aus Gesteinsmehl und Erde aufzubauen. Die Idee dahinter ist, soweit ich es verstanden habe, anstatt dass wir Tests machen auf verschiedenen Feldern in Deutschland, wie wäre es, wenn wir einfach die verschiedenen Felder in Deutschland hierher holen und die Bedingungen kontrollieren, um sie so vergleichen zu können und so nach einer Verwitterungsrate zu suchen. Okay, das ist der Plan. Im Gewächshaus verteilt sind 14 Stationen. Wir beginnen mit Shuming. Er füllt eine Sorte Erde in einen Eimer und verdichtet die Erde, indem er den Eimer 2-mal anhebt und fallen lässt. Mit ein paar dieser Eimer geht es dann zur Mischstation. Dort wird immer eine Sorte Erde mit einer Sorte Gesteinsmehl vermischt, für genau 1 Minute. Yes, Science! In der Zwischenzeit bereitet Joe die Eimer vor, die später der obere Teil des sogenannten Lysimeters werden. Wir haben hier einmal Eimer mit Löchern, wo später Wasser runter durchfließt. Dann haben wir ein Wurzelvlies, das wir hier reinlegen. Darauf kommt dann Filtersand. Auf den Filtersand wird dann die jeweilige Erde, jetzt haben wir hier Erde von verschiedenen Bauern. Und gegen Ende kommen dann noch unsere kleinen Bewohner, die Würmer, hinzu. Worms do a lot of things in the soil, so they generally make soil more healthy. They eat the soil, they make the soil smaller. Worms also make burrows, so they move up and down in the soil and therefore they make the soil more loose. So more air can come in, more water can flow through and that can speed up the weathering process that way. In each of the pots we put 20 worms, so we bought a lot of big bags of worms that you could also buy, for example, for your gardens. And these worms are a mixture of different types of worms with different specialities. Zusammen mit den Würmern im Topf wird die Mischung aus Erde und Gesteinsmehl jetzt zu den Tischen gefahren. Dort wurden schon ganz viele andere Eimer vorbereitet, die dann zum unteren Teil des Lysimeters werden und es ermöglichen, das Sickerwasser als Proben zu entnehmen. Also jetzt stellen wir die Proben auf.
Dann werden die hier justiert. Das Ganze wird mit einem Silikonring versiegelt, dass es luftdicht ist. Und unten gibt es eben einen Auffangbehälter, der perforiert ist und wo das Wasser dann rein kann. Und das alles machen wir jetzt einfach 250 Mal. Was jetzt noch fehlt, ist die Bewässerung. Bevor wir uns um die kümmern, brauchen wir aber noch das da. Ich fülle Teebeutel mit Gesteinsmehl. Und zwar mit allen Gesteinsmehlen, die wir in die Eimer auch tun. Da kommen 5 Gramm in jeden Beutel und die versenken wir dann drin. Wir buddeln Teebeutel ein und in den Teebeuteln sind die verschiedenen Gesteinsarten drin. Und dann können wir es in ein paar Wochen oder Monaten können wir die Teebeutel wieder rausnehmen und dann haben wir eine direkte Möglichkeit zu analysieren, was mit dem Gestein dann passiert ist. Also wie es sich verändert hat durch die Verwitterung. Das heißt, wir holen die dann wieder raus und wiegen dann. Und die können daraus auch Rückschlüsse ziehen, wie effizient das ist und wie sich die Oberflächen verändern und auch wie sich die zukünftigen Verwitterungsraten möglicherweise verändern können. Von jedem Eimer ein Teebeutel und das ist das gleiche Gestein, wie schon im Boden vermischt ist. Bewässerung kommt, die läuft zentral. Die ist schon gemessen, dass es überall gleich bewässert. Das heißt, hier hat man geringe Toleranzen, dass überall gleich viel Wasser reinkommt. Die werden hier oben einfach raufgeklipst. Zu guter Letzt kommen noch ein paar Weidegrashalme drauf und die Bewässerung wird getestet. Ah, tropft! Hey! Wassermarsch! Zumindest bei einem. Zwei. Das fängt von hinten an, das ist interessant, von vorne tropft es auch. Ja. In dem Gewächshaus sind jetzt über 250 Variationen aus verschiedenen Ackerböden, verschiedenen Gesteinsmehlen und verschiedenen Mischverhältnissen. Nach 2 Wochen schaue ich nochmal vorbei und jetzt sieht es dort schon so aus. Diese beiden Tische hier, die Tische 3 und 4, die beinhalten die Bauern, die bei unserem 1200-Tonnen-Projekt, was wir für Frontier gemacht haben, da beteiligt sind. 6 von den Feldern haben wir schon eingesammelt. 3 Felder fehlen noch und die kommen morgen. Wir fahren also morgen nach Oberfranken und holen noch einmal ungefähr 400 Kilo Erde und die kommen dann hier auch noch auf die ersten beiden Tische. Zusätzlich zur Möglichkeit, jederzeit Wasserproben zu entnehmen, sind in einigen Eimern auch noch Sensoren, um Datentrends zu erkennen. Also hier siehst du jetzt ein paar Sachen, die wir hier messen. Soil Temperature, Feuchtigkeit, da wäre jetzt zum Beispiel spannend, ob der richtig misst. Aber wir sind ja erst am Anfang von dem Experiment. Ja. pH-Werte, die sind sehr stark abhängig wieder von den Feuchtigkeitswerten, sonst kann der pH-Sensor nicht gescheit messen. Mhm. Und ein bisschen Umgebung, also hier Gewächshaus. Noch eine kleine Empfehlung, Dirk hat dazu auf dem Blog der Carbon Drawdown Initiative noch einen ausführlichen Blogartikel geschrieben zum ganzen Aufbau, also welche Teile sind benutzt worden, welche Erden, welche Mischverhältnisse, wie baut man das Ganze überhaupt auf, also falls jemand von euch Bock hat, das nachzubauen, den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Es beeindruckt mich sehr, wie sich dieses Projekt entwickelt. Vor ein paar Jahren war ich das erste Mal mit ein paar Leuten in Fürth auf dem Feld gestanden und habe Gesteinsmehl per Hand verteilt. Und jetzt haben wir hier ein riesiges Gewächshaus mit über 250 verschiedenen Varianten, irre vielen Sensoren. Dirk musste, glaube ich, sogar für den einen Sensortyp den kompletten deutschen Markt leer kaufen, weil es einfach nicht mehr gab. Und gleichzeitig wurde letztes Jahr 1200 Tonnen an Basalt verteilt in ganz Deutschland. All diese Sachen, die werden von Jahr zu Jahr größer und professioneller und ich bin super gespannt, wie das in einem Jahr aussieht, wenn das dann noch weiterentwickelt ist und welche Erkenntnisse sich dann daraus entwickeln können. Wenn dich das auch interessiert, klick auf Abonnieren. Ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.